endlich wieder zu Hause. Das war ein ganz schön langer Tag. Jetzt eine heiße Dusche und dann was essen. Aber vorher nicht vergessen, das Auto an die Ladestation anzuschließen. Dann ist der Akku auch morgen früh wieder voll. Ich frage mich manchmal, wie das sein wird, wenn ich nicht mehr die Einzige in meiner Straße bin, die ein E-Auto hat. Was, wenn Frau Windmüller, Herr Becker und die Johnsons von gegenüber auch am Abend heimkommen und ihre E-Karossen einstöpseln? Und dann auch noch meine Freundin Nia, drei Straßen weiter, mein Freund Arian in der Neustadt und dessen Nachbarn und Freunde, die ganze Stadt. Und dann alle kommen am Abend nach Hause und hängen ihre Autos ans Stromnetz. Schafft das Netz das überhaupt? Tatsächlich, so eine Situation kann das örtliche Stromnetz überfordern. Netzbetreiber sprechen von einem Engpass. Aber was bedeutet das eigentlich? Dass nicht genügend Strom da ist? Nein. Strom gibt es genügend. Aber das Netz schafft es einfach nicht, ihn durch die Leitungen zur Ladestation zu transportieren. Das ist so ähnlich wie zur Rush-Hour, wenn die Straßen in der Stadt verstopft sind, weil zu viele Autos gleichzeitig unterwegs sind. Es müssen größere Leitungen gelegt werden und bestimmte Anlagen in den Verteilnetzen modernisiert werden. Damit kommt mehr Strom in einem Stadtviertel oder einer Straße mit vielen E-Mobilen an. Klar. Kostet natürlich sehr viel Geld und es kann besonders in den Innenstädten zu mehr Baustellen führen. Aber um den Netzausbau kommen wir nicht drum rum. Er kann aber, das ist die gute Nachricht, kleiner ausfallen, wenn Frau Windmüller und Herr Becker und am besten wir alle beginnen, unsere E-Autos flexibel zu laden. Flexibel laden? Darunter muss man sich Folgendes vorstellen. Wir kommen zwar immer noch alle abends nach Hause und schließen unsere Autos an die Ladestation an, aber es wird nicht unbedingt überall sofort angefangen zu laden. Je nach Netzsituation kann der ein oder andere Ladevorgang auch schon mal leicht verzögert starten. Wenn beispielsweise ein Engpass droht, dann erhält meine Ladestation die Nachricht, das Auto einfach später aufzuladen. Das entlastet das Stromnetz und bedeutet für mich, keinen Komfortverzicht, denn mein Auto hat morgens trotzdem eine ausreichend geladene Batterie. Tja, klingt eigentlich ganz einfach, ist technisch aber nicht ganz ohne. Denn ein solches Lademanagement, wie Experten sagen, funktioniert eben nur, wenn meine Ladestation in kritischen Situationen beeinflussbar ist. So haben wir auch in Zukunft eine sichere und zuverlässige Stromversorgung. Dafür schafft VDE FNN schon heute die Voraussetzungen durch Regeln, Hinweise und Studien. Apropos Engpass, ist wirklich Zeit für mich jetzt zum Abendessen nach Hause zu gehen. Also, hier lang. Ach so, nee, da lang. Tschüss.